und ich darf zum nächsten Programmpunkt kommen. Der Judosportverein Lippstadt wird jetzt gleich eine Show für Sie präsentieren und zuvor darf ich aber panisch zu mir auf die Bühne bitten. Da ist er schon. Das Motto der Show, das wir jetzt gleich sehen werden, lautet Respekt. Der Kampfsport, den Sie präsentieren in seiner vielfältigen Art, ist im Grunde die Basis für diesen Sport, der Respekt dem anderen gegenüber zu zeigen. Was dürfen wir gleich in Ihrer Show alles erleben? Ja, was dürfen wir erleben? Respekt wird nicht nur im Kampfsport erwartet, sondern alle Sportler haben natürlich in Wettkämpfen Respekt ihren Partner, ihren Gegner gegenüber. Und was wir gleich sehen werden, ist eine Mischung aus den einzelnen Sportarten, die wir im Kampfsportcenter im Jugendsportverein Lippstadt anbieten. Das heißt, es sind Techniken aus dem Jiu-Jitsu-Bereich, also einer reinen Selbstverteidigungsart. Wir werden Taekwondo-Spörkler sehen, die mit Fußtechniken und mit Artemi-Techniken, das heißt mit Arm- und Fausttechniken, ihren Sport betreiben. Wir werden aber auch Tai Chi sehen, eine sehr ruhige Sportart, die bis ins hohe Alter gemacht werden kann. Und wir haben dann auch noch im Bereich natürlich Judo. Judo stößt mit der Begründung Nachgeben durch Siegen. Das heißt, man nutzt die Energie des Partners, um den anderen Partner zu besiegen. All das werden wir gleich sehen. Kinder zwischen 5 und 60 Jahre. Der älteste Teilnehmer heute ist 59 Jahre. Auf unserer Matte ist jemand mit 63 Jahren. Also es ist ein Sport, der von klein auf bis zum Großen gemacht werden kann. Ich weiß, bin ja auch langjähriger Lippstädter. Damals der Name Hanisch war auch als aktiver Sportler sehr oft in den Zeitungen. Treiben Sie den Sport noch regelmäßig oder sagen Sie, ich bin jetzt so lieber im Hintergrund? Blöde Frage. Nein, ich bin leider nur noch als Funktionär tätig. Ich bin selbst nicht mehr auf der Matte, aber wie Sie an der Äußerung gesehen haben, es tut mir ein bisschen leid. Aber ich bin in 3 Jahren Rentner und dann habe ich, glaube ich, wieder die Zeit, dass ich dann wirklich wieder auch mit auf die Matte gehe. Aber ich sage immer als eigene Entschuldigung, es muss auch hinter den Training Leute geben, die funktionsmäßig irgendetwas tun. Dann würde ich jetzt sagen, thank you.
Der Jugendsportverein Lippstadt kommt doch einfach mal ein bisschen mehr in die Mitte. Ich gehe mal in die Mitte. Also du wirst später mal Bodyguard, das habe ich gerade gesehen. Viel Spaß. Was ist so dein Vorbild? Wenn man den Trainer, der einen immer fordert und auch mal ein bisschen quält, als Vorbild hat, finde ich toll. Seit wann machst du den Sport schon? Ungefähr seit 2 Jahren. Und dein Gürtel ist gelb und weiß. Ist das schon der gelbe Gürtel oder kommt der noch? Er kommt noch. Also muss ich noch keine Angst haben vor dir. Auch Mädchen oder junge Damen treiben den Sport. Hilft das so eigentlich auch, ich nehme an, Schülerin noch? Hilft das so in der Konzentrationsphase, so auch beim Lernen, wenn man so einen Sport betreibt? Weil es heißt ja Respekt, Balance halten. Hilft das? Also den Respekt halt bestimmt vom Sport. Also ich mache das auch privat, dass ich Leute mehr respektvoll behandle. Aber das hilft nicht mehr. Jetzt wollte ich mal für viele Schülerinnen und Schüler euch ein bisschen mit neue Mitglieder hinzu noten, aber jetzt sofort schon aus. Aber wir sehen auch hier im Judo, ist das ein typischer Frauensport? Hilft er den Frauen, sag ich mal, auch wenn man sich jetzt schwarz malt und liest die Zeitung, hilft das? Ist das denn ja die Körperkraft oder die Technik? Nein, bei mir hilft es so, wir arbeiten nicht so viel mit Kraft, hauptsächlich durch Bewegung, also den anderen und seine eigene Kraft besiegen. Okay. Was ist denn dein Ziel? Ich finde den toll, ja, immer. Was ist denn so dein Ziel in deiner Judo-Sportart? Irgendwann mal den schwarzen Gürtel zu kriegen? Ja. Du bist noch jung, du schaffst das. Und hier bei Taekwondo, das ist, wenn ihr Wettkämpfe macht, ist das eure Kleidung. Was gehört da sonst noch zu? Ein Helm nehme ich an? Ja, Kopfschutz gibt es noch, Schienbeinschoner sozusagen, für die Arme und Füße. Du hast die roten Gürtel, das ist schon ein bisschen. machen wir weiter, ist der vierte Block. Und zwar einmal die internationalen deutschen Meisterschaften haben den 3. Platz belegt. Wolfgang Senci und José Ponce. Herzlich willkommen. Ja, alle Sportler des 1. bis 3. Blocks darf ich jetzt auch schon mal hinter die Bühne bitten, weil danach kommt das bessere Foto. Weiter geht's beim TSV Lippstadt in der Disziplin Judo. Und zwar bei den deutschen Meisterschaften den 3. Platz. Und bei den internationalen deutschen Meisterschaften Platz 2 haben wir bekommen Peter Biberg und Sebastian Niehaus. Herzlich willkommen. Zu den Queenies, und zwar geht es um die Disziplin Tanzen. Wir haben bei den Landesmeistern